absolut untertrieben, muss ich mal so sagen. Wenn ich da anrufe, ist es so geil, mit den Leuten zu sprechen. Die haben echt was auf dem Kasten. Ja, manchmal muss man etwas früher aufstehen und Ihnen, meine geschätzten smarten Bankkunden, noch das Video fertig zu machen zum heutigen Sonntagsartikel. In diesem Video erfahren Sie drei Geheimnisse, die die Comdirect Bank für Sie noch nützlicher, noch wertvoller macht. Und wenn Sie jetzt hier rüber zwitschen in den Begleitartikel, sehen Sie auch mich selber, ein paar Jahre jünger noch. Dort war ich in der Zentrale der Comdirect Bank, habe die mir vor Ort angeschaut und habe auch hinter die Kulissen schauen dürfen und ein bisschen davon heute in dem Artikel. Drei Geheimnisse. Okay, also Nummer 1, Comdirect First. Comdirect First ist ein Kundenservice, den andere Direktbanken in der Form so nicht haben. Stellen Sie sich vor, Sie rufen bei Ihrer Direktbank an und Sie haben sofort jemand in der Leitung. Das klappt in über 90% bei mir und die Comdirect schreibt selber, dass die Comdirect First Mitarbeiter besonders geschult sind. Und das ist absolut untertrieben, muss ich mal so sagen. Wenn ich da anrufe, ist es so geil, mit den Leuten zu sprechen. Die haben echt was auf dem Kasten. Es ist selten, dass da was nicht ist. Aber gut, wenn ich was frage, das geht dann schon manchmal ganz schön tief rein. Aber dann kriegt man Rückruf oder per E-Mail-Nachricht, oder man kann sich's aussuchen. Also ganz, ganz klasse. Das ist, habe ich bisher noch bei keiner anderen Bank erlebt. So eine tolle Kundenbetreuung. Bei keiner anderen Direktbank, muss man sagen. Das haben die sehr, sehr gut gelöst. Zudem, was mir auch sehr gefällt, ist, im Online-Banking hat man die Möglichkeit, diese Einstellung zu machen, dass man bis zu einer Stunde drin ist, bevor man automatisch ausgeloggt wird. Das geht mir tatsächlich auch bei anderen Banken so. Ne? Du bist da drin, irgendwie was zu machen, es klingelt das Telefon, ist abgelenkt, oder muss nochmal zum Ordner gehen, irgendwas Ding, sondern schon bist du automatisch ausgeloggt. Super nervig. Hat man, wenn man Comdirect First Kunde ist, nicht. Man kann das einstellen halt auch auf 30 Minuten oder auf eine Stunde. Das ist auch für Leute, die vielleicht mit dem Depot was machen, interessant, wenn die da noch was beobachten oder was lesen. Großartig. Was mir auch gefällt, ist zusätzlich noch das Einstellen individuell der Limit auf dem Dispo, auf den beiden Karten, die man halt hat, Kreditkarte und Girokarte. Aber am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die spezielle Telefonnummer. Man hat eine andere Telefonnummer, wo man anruft, die kommen direkt First, man hat eine andere E-Mail-Adresse, das ist natürlich die E-Mail-Adresse vom First Service und man wird da halt sehr bevorzugt bedient. Kurz zu den Voraussetzungen, Sie sehen es hier auch bei uns im Artikel. Ups, jetzt, so ist das, wenn es live macht, genau, finden Sie im Artikel. Ich werde einfach den Link rein, genau, also Voraussetzungen im Artikel und Sie sehen dann auch, da ist dieser Button, wo Sie der Comdirect hier über das Girokonto beitreten können. Zweites, da habe ich Ihnen ein Bildschirmfoto gemacht von meinem eigenen privaten Konto, zusätzlicher Dispo über Wertpapiervermögen. Sie sehen, ich habe ein Girokonto, eine Visa-Card, habe auch ein Tagesgeldkonto und auch aus älteren Zeiten bei der Comdirect ein Wertpapier, ein Währungsanlagekonto, US-Dollar sehen Sie da noch, das habe ich einfach mal auch getestet, ausprobiert für einen Artikel, das ist ein älterer Artikel, finden Sie auch, wenn Sie bei uns aufs Spezialportal wechseln, dort in der Suchfunktion danach suchen, was daraus gekommen ist, Sie sehen ein Depot von mir und Sie sehen ein Wertpapier-Kreditkonto. Das ist dieser zusätzliche Dispo. Sie können über diese, ich sag mal, Funktion Wertpapier Kreditkonto, sich ein Dispo für 100.000 Euro oder mehr aufbauen. Das ist ganz großartig. Wie das funktioniert, ist relativ einfach und es zeigt auch, dass es Sinn macht, sich Bonität aufzubauen. Schauen wir uns zuerst, deswegen habe ich auch den Artikel vorbereitet, dass ein roter Faden da ist. Manchmal gelingt es mir im Video nicht so, aber ich mache mal hier die Seite frei, dann können Sie auch parallel hier am Monitor schon mal sehen. Also, der Vorteil natürlich von diesem zweiten Dispo ist kostenlose Einrichtung. Die Zinsen fallen nur an für den Zeitraum, wo er auch tatsächlich genutzt wird und nur in der Höhe. Ja? Das wissen einige nicht. Jederzeit flexibel, abrufbar, rückzahlbar und die Verwendung, und deswegen sage ich auch, ist wie ein zweiter Dispo absolut frei. Ne? Manche denken, wir haben so einen Wertpapierkredit, da kann ich nur Wertpapiere von kaufen. Ich sage mal, bitte tun Sie es nicht. da sind wir im Bereich der Spekulation, welche ich nicht empfehle. Es gibt Leute, die tun das, aber ich empfehle das tatsächlich nicht. Aber es kann natürlich Sinn machen, wenn Sie sich Bonität aufbauen, ja? Und dann
ihre Wertpapiere beleihen, weil dann haben sie nämlich zwei weitere Vorteile, die sehr, sehr nützlich sind. Einmal der Zinssatz ist noch günstiger. Aktuell liegen wir bei knapp unter 4%, ja, 3,98%. Und diese ganze Sache ist für sie schufa-frei, nicht eingetragen. Das heißt für sie, sie haben ein Darlehen, ja, oder eine Kreditlinie, die andere Banken nicht sehen können. Sie können die einfach nicht sehen. Sie können da 10.000 Euro haben als Kreditlinie und andere sehen es nicht. Also sehr, sehr spannend, gerade für Leute, die mehr aus ihrem Leben auch finanziell machen wollen, die Geld mehr zu einer positiven Kraft werden sollen. Möglicherweise fallen Ihnen jetzt in dem Augenblick, wo Sie das jetzt hören, Strategien ein, clevere Strategien, wo man sowas nutzen kann. Eine davon trainieren wir auch in unserem Aufsteigertraining, das aufsteigertraining.de, kennen Sie vielleicht schon, wenn Sie etwas länger im Kanal sind. Ich werde hier aber noch einen Link reingeben, wie Sie über einen Shortcut über unser deutsches Konto auch sofort einsteigen können, ohne die Warteliste. Das ist vielleicht jetzt für Sie interessant, wenn Sie das erste Mal dieses Video sehen. Zur Einrichtung des Dispos, achso, was wir oben noch haben, ist möglich ab 3.000 Euro Wertpapierkredit, also auch wenn Sie jetzt noch am Anfang sozusagen stehen von Ihrem persönlichen Vermögensaufbau, von Ihrem Bonitätsaufbau, genügt es schon, das zu beantragen, wenn man halt 3.000 Euro als Wertpapiervermögen hat. Wie das im Detail geht, gibt es natürlich bei uns im Spezialportal. Sie sehen hier Ablauf und Tipps. Wenn Sie da raufklicken, ach, Moment, das... Ja, das ist eine besondere Sache. Nein, hier Schritt für Schritt, Wertpapierkredit optional, ja, umsetzen, ja, genial, umsetzen habe ich damals getitelt. Da ist für Sie alles vorbereitet, nochmal die ganzen grundlegenden Informationen. Da ist auch die Warnung hier nochmal, ja, nicht für Spekulationen benutzen. Die Voraussetzungen sind zum Beispiel Einkommensnachweise nicht erforderlich. Und ich gehe jetzt nicht im Detail durch, wenn Sie sich dafür interessieren, sehen Sie, wozu man das sinnvoll einsetzen kann. Sie sehen ganz genau, wie das beantragt wurde. Ich habe es ja selber beantragt, ja. Ich habe Ihnen da das alles hier aufgelistet und Sie sehen auch schon sehr viele Kommentare. Es gibt auch Leute, die natürlich das, die Fragen noch gestellt haben. Es gibt auch Menschen, die das dann gemacht haben und von ihren Erfahrungen gepostet haben. Ganz großartig. Und der zweite Link, wo ich zuerst schon aufgeklickt habe, ist, wenn Sie jetzt woanders ein Depot haben und sagen, okay, das kann ja mein Depot gar nicht. Möglicherweise macht es Sinn, dass Sie sagen, okay, ich nehme einfach ein paar Wertpapiere rüberzukommen direkt, die ich gut beleihen kann. Welche das sind, finden Sie in dem Artikel, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wo Sie sagen, ach komm, wenn denn richtig, dann haben Sie nämlich hier den Ablauf und Tipps zum Depotwechsel. Okay, so öffnet sich jetzt bitte diese, ach, Moment, wo bin ich jetzt hier gelandet? Da sind Sie schon bei der Comdirect. Auch nicht schlecht. Wo bin ich hier? Zurück. Ja, das sehen Sie auch. Ich bin nur aus Fleisch und Blut und am Morgen passieren mir solche Dinge. Ich habe doch hier raufgeklickt und dann kommt dann, genau, Comdirect Depot Übertrag. Und da finden Sie denn hier, was da erforderlich ist, wie man das überträgt und was das auch zusätzlich noch Sinn machen kann. Okay, das war das Geheimnis Nummer 2, wie man sich eine große Kreditlinie noch einzimmern kann, einen zusätzlichen Dispo, der nicht in der Schufa da ist und auch noch sehr günstig sind. Ich sehe jetzt gerade, so mehr da Licht aufgeht, wirke ich immer noch dunkler für Sie. Ich bin kein Schattenmensch üblicherweise. Schauen Sie in die anderen Videos, da sehen Sie noch mehr von meinem Gesicht. Aber so ist es, wenn man morgens noch, bevor man in den Flieger steigt, für Sie das noch fertig machen möchte, damit Sie das dann am späteren Vormittag sehen können. Okay, wenn Sie der Comdirect übers Depot beitreten wollen, finden Sie hier diesen gelben Button im Begleitartikel. So, Geheimnis Nummer 3, vielleicht gar nicht mehr so das richtige Geheimnis, Google Pay. Google Pay ist für mich so ein Stück Zukunft, was man heute schon nutzen kann. Das können Sie in Deutschland nur mit extrem wenigen Banken. Ich habe Ihnen die hier auch hier unten aufgeführt. Das ist die BW Bank, N26, die Commerzbank und natürlich die Comdirect, was jetzt für Sie meine Top-Empfehlung ist. Google Pay können Sie sich so vorstellen, üblicherweise viele Leute nehmen mit ihr Smartphone und ihre Geldbörse. Auf eins der beiden können Sie jetzt verzichten, wenn Sie Google Pay nutzen. Natürlich dann auf die Geldbörse. Also Sie integrieren sozusagen die Comdirect Kreditkarte in Google Pay, in die App in Google Pay und wenn Sie dann halt unterwegs sind, dann zücken Sie Ihr Smartphone, öffnen das Ganze und zahlen dann halt mit der App. Das geht unter 25 Euro, genau wie dieses Kontaktloszahlen, auch ohne Eingabe von PIN, sehr bequem.
Es muss allerdings das Terminal dazu stimmen und das ist jetzt, wo ich jetzt auf dem Land wohne und es beim Edeka ausprobiert habe, hat es noch nicht geklappt. Und als ich dann auf Reisen war neulich, dann wollte ich das in einem anderen Land ausprobieren, da ist Google Pay noch gar nicht freigeschaltet. Deswegen sage ich auch, es ist ein Stück Zukunft, was heute schon möglich ist, aber noch nicht überall. Das heißt, Sie können Ihre Geldbörse ruhig noch mitnehmen, aber Sie sind mit der Comdirect bei einer Bank, die das schon, ist das vorzeitig, ist das rechtzeitig, die das schon möglich macht. Und persönliche Bitte jetzt an Sie, obwohl ich schon seit über 13 Jahren das mit dem Online-Banking mache, also privat nutze ich es noch länger, ich mache das geschäftlich seit 13 Jahren, bin ich doch vielleicht schon ein bisschen old-fashioned. Es gibt Leute bei uns hier im YouTube-Kanal, aber auch bei uns jetzt in der Sonntags-E-Mail, ja, Sie nicht wissen, was Sonntags-E-Mail ist, ich blende Ihnen doch wieder mal einen Button hier oben ein, wo Sie dann draufklicken können, warum Leute unsere E-Mail abonnieren. Vielleicht schon noch etwas old-fashioned. Ich gehe mal davon aus, dass doch ein Teil der Leute, die hier zuschauen, schon ganz viele Erfahrungen haben mit Google Pay. Ja? Und da möchte ich einfach darum bitten, nutzen Sie einfach die Kommentarfunktion bei YouTube oder unter unserem Blogartikel und berichten Sie davon, geben Sie Tipps oder stellen Sie auch Fragen, wenn Sie jetzt noch nicht wissen, wie das ist oder so. Wir haben ja eine ganz großartige Community und ich bin jeden Sonntag und das zieht sich ja auch noch bis zum Montag hin und geht ein Stück weit immer durch die ganze Woche. Sehr, sehr dankbar über die smarten Bankkunden, die da sich auch untereinander helfen, die sich da austauschen und einfach halt ihre Tipps geben. So, okay, also Google Pay wäre so, ist an Girokonto, an die Kreditkarte gebunden, klappt übrigens sowohl mit der Prepaid Visa-Card von der Comdirect wie mit der mit dem richtigen Kreditrahmen dran. Ja, das ist vielleicht auch für Sie nochmal im Gegensatz auch zu ein paar anderen Anbietern von der Comdirect vom Girokonto interessant. Starten Sie Ihr Girokonto gleich mit einer richtig guten Bonität, haben Sie natürlich gleich die Kreditkarte mit dem Kreditrahmen dabei. Ist jetzt die Bonität nicht so einschätzbar oder ist jetzt noch im Aufbau, ja, haben Sie die Möglichkeit, einfach die Visa-Card als Prepaid-Variante zu bekommen und können schon an allen anderen tollen Sachen, wie beispielsweise auch im Ausland, außerhalb des europäischen Währungsraums, kostenfrei Bargeld abnehmen, ja, mit einer Prepaid-Kreditkarte. Also sehr, sehr, eine sehr großartige Bank und nicht umsonst eine meiner Lieblingsbanken und nicht umsonst, dass ich heute diesen drei Geheimnisse Artikel Video Ihnen vorstelle. Sie sehen auch das Video, die persönliche Botschaft, das wird hier gerade aufgenommen, das wird in den Artikel eingebunden und ich habe Ihnen dann hier noch ein abschließendes Geheimnis reingetan. Falls Sie noch nicht Kunde der Comdirect sind und jetzt sagen, das könnte zu mir passen, abschließendes Geheimnis. Nehmen Sie hier diesen Link, der führt Sie denn auf die Seite vom Depot, wo Sie das Depot beantragen. Werden Sie Kunde, treten Sie kommen direkt über das Depot bei. Warum sage ich das? Das hat natürlich einen Grund, das ist ein Geheimnis, das ist auch recht einfach zu erklären. Bitte geben Sie es an der Stelle jetzt nicht weiter, nutzen Sie es für sich persönlich. Das Video dürfen Sie natürlich empfehlen. Wenn Sie beim Depot der Bank beitreten, dann ist es so, dass Sie ja investieren wollen, also der Bank Geld bringen, da wird die Bonität nicht geprüft, weil Sie kriegen ja kein Kredit, sozusagen keine Kreditkarte, kein Girokonto, was man überziehen könnte und so weiter. Von daher gibt es keine Bonitätsprüfung, wenn Sie es halt schaffen, durchs Formular durchzukommen und sonst auch alles machen mit dem Ident. Sie können zur Postident gehen, zum Legitimieren oder am Video-Ident machen, also wenn Sie halt tatsächlich den Antragsprozess durchkommen, dann bekommen Sie auch dieses Depot. Sie bekommen dann die Zugangsdaten zugeschickt, können schon gucken, können Sparplan anlegen, beispielsweise sehr, sehr empfehlenswert. Haben wir eigenen großartigen Inhalt hier bei uns im Videokanal und natürlich auf unserem Spezialportal. Können sich da zurechtfinden und dann finden Sie dort die Möglichkeit, aus dem Online-Banking ein Girokonto zusätzlich zu öffnen. Tun Sie das auf diesem Weg, weil die Comdirect freut sich einmal über das erfolgreiche Cross-Selling. Ja, es wurde noch ein zweites Produkt verkauft. Sie sind für die Banken wertvoller dadurch geworden. Und es ist auch leichter, Sie als Girokonto anzunehmen, weil die Legitimation ist ja schon bezahlt. Ja, das kostet der Bank immer Geld. Selbst wenn es ein Video-Ident oder die Post nimmt, auch ihre Gebühren dafür. Für Sie ist es immer kostenfrei. Ja? Aber die Bank muss es ja bezahlen. Außerdem haben Sie schon mehr Bonitätspunkte gesammelt, weil Sie ja schon ein Depotkunde sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches höher. Das Girokonto mit guten Konditionen, also Konditionen sind natürlich gleich, also das Girokonto ist kostenfrei, ja, aber dass Sie dann beispielsweise auch schon vielleicht mit einer guten Kreditlinie halt mit einsteigen. Okay, das soweit dazu. Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie das so umsetzen, wie ich das hier einfach mal so als Geheimnis
offenbart habe. Da freue ich mich darüber, wenn Sie das so machen und mir dann auch schreiben. Wenn Ihnen das gefallen hat, Sie können, sind vielleicht ja schon Kunde bei der Bank. Ich bin schon seit 2009 Kunde bei der Comdirect. Das ist jetzt auch nicht so neu. Ich weiß, dass bei unserem Videokanal viele Leute dabei sind, die schon die Konten haben, aber die weiter verfolgen diese Videos, um die Konten zu lernen, besser zu nutzen. Ja, das ist natürlich recht großartig. Dazu mache ich auch heute bis heute ihr Video, ja, diese Geheimnisse. Es wird vielleicht der eine oder andere Kunde dabei sein, der noch nicht alle Punkte kannte. Dann freue ich mich, wenn Sie hier, jetzt muss ich mit der Maus hier gucken, die Sternchenbewertung mir auf volle Sternchen geben. Und unten finden Sie ja immer die Kommentarfunktion. Da können Sie dann halt den Artikel noch ergänzen durch Ihre persönlichen Fragen oder Erfahrungen. Sie können natürlich auch sagen, wie Ihnen der Artikel oder das Video gefallen hat. Sie können auch schreiben, wenn Sie es jemandem empfohlen haben. Ja? Also sei es per E-Mail oder sei es gepostet. Unten haben Sie jetzt dann nochmal die Button, wie Sie über Girokonto oder das Depot der Comdirect beitreten können. Das soll es an diesem Sonntag gewesen sein. Vielen Dank, dass Sie jetzt vielleicht auch recht früh das Video sehen oder im Laufe des Tages. Ich weiß, einige warten tatsächlich auch bis Montag. Abschließend für Sie halt die Information, mein Name ist Gregor Janicke und ich stehe extra für Sie so früh auf, weil das für mich die Inspiration, ich möchte Ihnen ja Inspiration geben, ja, wie man Geld zur positiven Kraft im Leben macht, einfach mit der Auswahl und dem Nutzen der richtigen Bankkonten und Karten, weil wenn Sie das mal so richtig auf die Reihe gekriegt haben, ja, sehen Sie es mir nach, ich bin gebürtiger Berliner, da spricht manchmal so salopp, ja, dann haben Sie einen ganz anderen Drive in Ihrem Leben. Und unsere Welt, wie sie sich momentan entwickelt, ja, braucht Leute, die einen ganz anderen Drive im Leben haben. Also kriegen Sie das mit Ihren Finanzen schön auf die Reihe. Ich weiß, ganz, ganz viele, die hier zuhören, sagen, und die haben das schon. Die haben ja auch diesen Drive. Die kommentieren hier auch und die empfehlen hier rein. Ja. Bitte machen Sie weiter so und wir nehmen einfach noch andere Leute mit an Bord. Dankeschön. Und letztes Versprechen wie immer, nächsten Sonntag in einem neuen Video. Vielen Dank und bitteschön, Daumen nach oben.